So, bevor das Video anfängt, nochmal eine kleine Werbung. Und zwar sind die neuen Knatterglue-Hoodies noch im Shop online. Die gibt es in 5 verschiedenen Farben. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, ob schwarze oder weiße Schrift. Das ist euch überlassen. Vielen Dank für euren Support. Wir lieben euch, wir haben euch lieb. Ja, danke für den Support. Jo, liebe Leute, was geht? Willkommen bei der Knatter-Crew. Ich sag jetzt so schon Knatter-Crew. Ich glaube, ich hänge zu viel mit Kulubu ab. Ja. Knatter-Crew. So, wir haben heute eine Challenge geplant. Und zwar, was für eine Challenge, Knattermaus? Also, wir müssen alleine fahren und müssen uns einen Döner bestellen. Und genau. Und dann haben wir als Ziel in der Heidestraße die Waschbox, weil... Weil? Der Verlierer. Der zu spät ankommt. Genau. Der Verlierer muss... Wird in der Waschbox für 50 Cent mit Klarspülung gewaschen, ohne Schaum. Ohne Schaum. Ja, nee, ohne Schaum auf jeden Fall. Ohne Schaum gewaschen. Und wir haben auch das perfekte Wetter dafür, 30 Grad. Es also ist sehr heiß. Das passt schon. Ja, es ist sehr heiß. Du trocknest sowieso gleich in einer Minute, weil du sowieso schon eine heiße Kugel bist. Also von daher. Ui. Also brauchst du jetzt auch nicht hier. Ui. Aber du hast sowieso verloren, deswegen kühlen wir dich ein bisschen ab heute. Ich als Ex-Uber-Fahrer, ne? Ich kenne mich in Berlin aus, wie in meiner linken Hosentasche oder wie in meinem Handschuh. Das was ich noch dazu sagen muss, ich habe kein Bargeld dabei. Das wird nochmal schwerer für mich. Das heißt, ich muss einen dir, Döner finden, der zu mir sagt, ja komm, das hättest du dir von Anfang an denken müssen, Knattermaus. Vor allem, ich kenne halt nicht mal viele Dönerläden, weil ich halt einen Stammdöner habe. Ach so, die Regeln lauten, Zutzemaus, ein Döner, normal, kein Dürüm, Döner, aber komplett. Dann ist unkompliziert, okay? Naja, guck mal, wir wollen ja, also wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir den danach nicht essen, weil wir machen beide gerade Diät, das passt bei uns gerade nicht rein, sondern genau. Wir verschenken den. Ich würde sagen, wir machen nur Kräuter ohne Zwiebeln, weil nicht jeder mag Zwiebeln, also wenn wir das dann obdachlos okay, so geben. Okay, Kräuter ohne Zwiebel. Eine Sache noch. Ja. Wir halten uns komplett, wie immer, an die Geschwindigkeit. Ja, machen wir doch immer. Ja, ich weiß, aber ich möchte es nochmal erwähnen, nicht, dass jemand sagt, ja, der eine war ja schneller oder so, wir halten uns an die Geschwindigkeit. Wir dürfen filtern, aber so, dass es wie immer nicht gefährlich ist, vorsichtig. Und da es nach Zeit geht, müssen wir echt aufpassen, dass uns hier nichts passiert. Also einfach der StVO-Norm okay. Entsprechend. Okay. Und wer schneller fährt, der kriegt eine Anzeige reingedrückt, okay? Okay, ich zeig dich dann wirklich ich an. Ich zeig guck dich mir dann das genau an. Ich guck's mir auch an. Ja, aber du schneidest ja das Video wahrscheinlich. Ja, siehst du? Na, vielleicht schneidest du deine schnellen Zehen raus. Nein, so bin ich nicht. Ich bin fair. Komm jetzt! Ja, mach ich. Ich will das Ding fair haben, dass wir zu zweit losfahren und dann weg. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weißt du schon, welchen Döner? Ja. Was ist, wenn wir zum gleichen fahren? Nee, ich glaube nicht. Den kennst du niemals. Wenn du den kennst, dann schneide ich mein Ding ab. Okay. Aber praktisch, dass du einen Rucksack bei hast. Ja, ich bin ja schlau. Ich habe nur kein Bargeld. Ey, du Arschloch! Ey, nee! Tschüss! Ich nehme den Weg, tschüss! Wir ja, haben uns später! Okay. Ja, vor mir fährt ein scheiß Auto! Ey, jetzt habe ich einen fucking langsamen Smart vor mir! Oh, ich hoffe, ich habe den richtigen Weg genommen, ey! Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg genommen! So, Knattermaus ist jetzt auch aus der Leitung! Oh, komm schon, Bro! Bitte, 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 bitte! Ich krieg die Krise! Mann, Zuzi, ich weiß, dass ich jetzt schon verlieren werde. Ich weiß es jetzt schon. Hallo? Ich hab grad gepiept, Zuzi? Hallo? Hat wieder gepiept? Ey, scheiße. Ich kann nicht filtern. Oh, Bruder, bitte, übertreib doch nicht. Was macht der, ja? So, Fuchstrick. Alter, ich werde das Ding so verkacken. Oh, fuck. Ey, nee. Ey, nee. So, 30er Zone, also darf ich nicht schneller fahren. Mal gucken, ob ich sie noch irgendwo antreffen werde. Dein Weg war sowas von schlauer, ich hasse dich dafür, ich hasse dich einfach nur. Krass, ich werde einfach verlieren. Schlaf doch nicht ein, schlaf doch nicht ein. Ey, nee. Ja, sogar der ist schneller, mein Tacho ist bestimmt nicht geeicht oder so. Locker, ich fahre gerade 20. Fühlt sich aber so an wie 10. Mann, was wollt ihr jetzt alle hier rechts? Nicht euer Ernst, oder? Nummer Filter Uno. Zack, sind wir wieder vorne. Ich fahre so einen verfickten Umweg. Ich hasse mein Leben schon wieder. Ich sehe dich hier gleich irgendwo, oder du bist eh schon weg. Ah, scheiße, wo hole ich jetzt den Döner, ey? Das ist jetzt die Frage.
Da ist sie! Oh nein! Oh nein, da ist sie! Oh nein, sie ist da und holt gerade einen Döner! Nani? Nein! Aber sie verliert Zeit und muss wenden, also habe ich Glück. Wenn ich unterwegs was finde, was leer ist, habe ich Glück. Hi, sag mal, kann man bei euch mit PayPal bezahlen, über die App dann? Also da bestellen, dass sie mir einen Döner fertig macht? Das geht, ja. Machen wir so? Ja, genau, würde ich dann machen. Okay, ich nehme einen Döner ohne Zwiebeln und mit Kräuter. Ich glaube, ich weiß wo. Ich guck mal am Hermannplatz, ob da welche anstehen. Wenn da niemand ansteht, direkt einen Döner holen. Ein Döner, schnell, auf die Schnelle, zack, zack. Gleich auch die Hand zum Einpacken. Zum Einpacken, bitte. Schönen Tag dir noch, ciao. Das ging sehr schnell, das ging sehr, sehr schnell. Hallo, Ibims, Mr. Filtermann. Die fährt aber flott. Boah, das Ding ist, ich überhole ihn, aber und fahre dann nur doch 30. Ist auch ein bisschen frech von mir. Ich hoffe für dich, dass du auch nicht schneller fährst so als 10 km/h zu viel, ja? Weil das ist ja noch in Ordnung. Okay, schaffe ich das? Ja. Sieht gut aus. Verkehr sieht gut aus. Jetzt fehlt nur noch mein Dönerladen. Wenn er frei ist, dann habe ich das Ding gewonnen. 100% gewonnen. 100.000% sogar gewonnen. Heute wird Knatterli nass gespritzt. Schön mit dem Kärcher. Okay, 50er Zone, geht wieder klar. So, da vorne rechts ist jetzt ein Dönerladen. Mal gucken, wie voll der ist. Wenn der voll ist, dann fahre ich weiter. Wenn er leer ist, dann halte ich direkt da an. Okay, hier ist der Dönerladen. Ah, nur eine Person. Ah, ich glaube, es... Nee, das dauert mir zu lange. Ich fahre weiter. Also, ich habe heute gegessen. Heute Morgen mein Shake mit Haferflocken, Eiweißpulver. Eine Banane, Erbsengras. Und Hafermilch, und dann natürlich meine Vitamine und dann heute Mittag habe ich gegessen Reis mit Rindfleisch, Zucchini, mit Keksen. Mit Lauchzwiebeln, also habe ich quasi dicht klein geschnitten und mit Kokosmilch. Heute Nachmittag weiß ich noch nicht, was ich esse, auf jeden Fall nicht den Döner. So, wir fahren weiter, auf Risiko. Einen Dönerladen haben wir noch, glaube ich, unterwegs. Und danach kommt keiner mehr. Oh, hier wurde ich letztens gelasert vor einer Woche. 30er Zone nachts. Normalerweise ist hier 50, aber nachts ist 30er. Ich wurde einfach hops genommen. Ich glaube 19 km/h zu viel. 35 Euro, aber es geht ja noch. Ich mache das absolut nervös, weil ich nicht weiß, ob du jetzt vor mir schon bist oder ob du noch hinter mir bist. Weil man muss wirklich sagen, du wirst es ja auch, oder ihr werdet das ja auch im Video sehen, mein Döner wurde super schnell gemacht. Hallo? Ach, scheiße, ist 50. Mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Bei Natalie war ja niemand da in der Kasse. Also, war ja niemand da. Sie war ja alleine. Ich glaube, das wird richtig eng. Ich habe gar keinen Bock, nass zu werden jetzt. Hab auch so eine Jogger an, die wird da komplett so richtig eklig werden. Da muss ich mich erstmal sonnen, bis ich trockne. Ich habe einfach so hart im Gefühl, dass wenn ich ankomme, du schon längst da stehst. Aber schade um den Döner, ne? Ich hätte so Bock auf diesen Döner, ich sag euch, wie es ist. Diese Diät fuckt mich so langsam an. Seit einem Monat ziehe ich das jetzt durch. Hab schon 5 Kilo abgenommen. Aber ich kann nicht mehr. Ich merke, ich habe Stimmungsschwankungen und so, weil mir einfach der Zucker fehlt. Und Döner fehlt. Er hat mich aber begrüßt, so richtig lieb. Ehrenmann. Ach Mann! Mann, nein. So, hier gibt es links auch einen Dönerladen, aber da muss ich ja wieder wenden und das kostet mich Zeit. Hier links heißt Kebab. Eigentlich wäre das sogar perfekt gewesen, weil da niemand gerade, obwohl einer ist da. Egal, wir fahren weiter. Ey, ich hoffe, der Dönerladen, den ich meine, ist noch da. Sonst bin ich komplett am Arsch. Weil vor einem halben Jahr war der noch da. Man liegt halt komplett auf dem Weg, ne? Bruder, was mit deiner Hand? Ja, oh, Dame. Oh, Bruder, was ist das für ein Stau? Ich bitte dich doch. Wir machen den Fuchstrick. Ah, ist rot, scheiße. Die Ampel dauert extrem lange.
Ah, fahre ich rechts oder geradeaus, rechts oder geradeaus, rechts oder geradeaus? Ey. Nö. Hol ich den da? Scheiße, der ist auch voll. Oh nein, Bruder. Hier links ist auch ein Dönerladen, aber der ist gerade zu voll. Da warten zwei Leute schon. Scheiße, ey, sie hat echt Glück gehabt. Ich glaube, es war falsch, dass ich diesen Weg gewählt habe. Alles klar. Ich habe verloren. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier... Oh, nee, ey. Ey, Tutsi, das ist so unfair. Das ist so unfair. Das wusste ich nicht. Ich bin das letzte Mal mit Auto vor 3 Jahren. Hätte ich da rechts fahren können? Fuck, 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 fuck. Jetzt die Frage, ob ich hier rechts abbiege. Ich muss hier rechts abbiegen. Ich muss hier rechts abbiegen, sonst verliere ich. Der Dönerladen ist gleich vorne links, also müsste das eigentlich passen. So vom Ding her. Es muss passen. Ich habe das perfekt geplant. Ich bin auch der Ingenieur. Und hier habe ich früher gearbeitet, 2 Jahre lang. In der Umgebung hier mit Uber. Das heißt, wenn ich das Ding verliere, bin ich einfach nur schlecht. Es sei denn, ich habe Pech und am Dönerladen sind 10 Leute vor mir. Dann verliere ich freiwillig das Ding. Alter, ich habe eh verloren. Alles klar, ich breche ab. Ich steige jetzt hier ab und esse meinen Döner. Ey, ich schwör's dir, du wusstest von dieser Baustelle bestimmt. Ich hasse dich. Ist er noch da? Sieht gut aus. Oder? Bistro Döner, ja. Ja, 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 ja. Ja, Bruder, ich fahre einfach weiter. Da ist mein Dönerladen, da ist der Dönerladen. Da ist der Dönerladen und zack. So, bitte schnell, Bruder, bitte schnell, bitte schnell. Ist niemand da? Sieht gut aus. Ist niemand da? Sieht gut aus. Ey, ich könnte heulen. Bruder, ich nimm einen Döner bitte zum Mitnehmen. Tut mir leid, dass du gerade gegessen hast. Oh nein, der ist roh. Oh nein, der ist roh. Oh nein, ich habe so ein Pech, ne? Ich habe so ein Pech. Der Döner ist roh. Ich muss warten, bis er gegart ist. Ich kann den ja nicht so hergeben. Krass, ey. Ich habe so Zeit verschwendet. Ich hasse mein Leben so sehr. Ach, ist schon okay so, Bruder. Ich mag rohes Fleisch, passt schon. Ja, ja, es ist nicht schlimm. Bisschen roh ist okay. Ich mag es nicht so komplett durch... Ja, ja, ich mag es nicht so komplett durchgebraten. Bisschen ist okay, aber nicht zu viel. Oh Mann, ey. Ja, reicht schon. Lieber mehr Salat, weißt du? Ich mag nicht so viel. Ja, ja. Dankeschön, Bruder. Ich danke dir vielmals. Ciao, ciao. Drück aufs Gas. Krass. Alter, hier stinkt nach Müll. Uff. Oh. Bah. Ist die Frage, wie ich den Döner hier... eingepackt träge. Ach komm, häng den einfach auf. Ich häng den einfach auf. Fast schon so, oder? Oder fliegt er weg? Was meint ihr? Fliegt er weg? So vielleicht? Ach komm, ist mir jetzt egal. Wenn er wegfliegt, dann fliegt er halt weg. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, ich bin schneller. Ich glaube, ich bin schneller. Also ich müsste eigentlich schneller sein. Oh Gott. Tutsi! Mann, ich sehe dich bestimmt gleich in der Tankstelle, wie du dich übelst freust. Ich muss hier filtern. Ich muss filtern. Bruder, entscheide dich mal. Hallo? Ja, Bruder, entscheide dich doch. Entweder fahr oder fahr nicht. War jetzt nicht so korrekt von dir. Mann, ey. Hat er mir wertvolle Zeit weggeklaut. Oh, okay, sieht gut aus. Ich hab das Ding safe gewonnen. Safe.
Ich war sehr, sehr schnell bei dem Dönermann. Auch wenn das Fleisch nicht so gut durchgegart ist, passt schon. Also das Einzige, was mir noch bleibt, ist, dass dein Döner lange gedauert hat und es eventuell voll war bei dir, weil meiner war komplett leer und war innerhalb von einer Minute gemacht. Bin ich die Erste? Er versteckt sich irgendwo. Hä? Bin ich die Erste? Tutsi? Boah, stinkt so nach Müll. Boah. Wir haben es gleich geschafft. Ging ja aber flott. Aber wenn sie jetzt da ist, dann bin ich am Arsch. Ich bin gerade absolut hart verwirrt. Versteckst du dich irgendwo? Ich kann es gerade nicht. Ich habe doch nicht gewonnen gerade. Krass, ich habe gewonnen. Ich hoffe für dich, dass es dir gut geht. Ich freue mich schon, dass ich sie so abspritzen werde mit dem Kärcher. 50 Cent rein, bap, von oben bis da unten nass, aber nur bis zum Hals, ne? Wegen Helm, Kamera und so können wir nicht machen. Deswegen, mal gucken, ob da überhaupt jemand ist. Die werden alle so komisch gucken, wenn wir sie in der Waschbox waschen. Bisschen Tierpflege für die Knattermaus. Ist das okay? Kann ich hier filtern? Ja, normal kann ich hier filtern. Ja, normal. Guck mal, hast hier extra Platz gemacht für mich. Danke dir, Bruder. Bin gespannt, hab ein bisschen Herzklopfen gerade aktuell. Aber es kann nicht sein, dass sie schon da ist. Kann ich mir niemals vorstellen. Niemals. Ihr habt das selber gesehen, wie gut ich war. Komplett immer perfekt gefahren, perfekte Routen, perfekten Dönerladen ausgesucht. Kurz auch ein bisschen Schnickschnack mit dem Dönermann gemacht. So, wir sind da. Hier rechts. Nein. Nein. Wo warst du, ja? Nein. Nein. Oh nein, wie hat sie das geschafft? Wo warst du denn? Kannst du mir mal sagen, wie du das geschafft hast? Ich habe mir übelst Sorgen gemacht. Ich stehe seit 5 Minuten. Schnauze, 15 nein, Minuten. Fünf. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Größte Lüge. Weil ich habe mich verfahren. Damn, boy. Ja. Ich habe mich wirklich verfahren. Du lügst gerade. Tutsi, du siehst auf den Aufnahmen, ich wollte nicht rechts rein, Hallisches Tor, sondern weiter geradeaus, da war Baustelle, ich musste umdrehen. Deswegen, ich habe die ganze Zeit bei der Fahrt gesagt, ich habe halt safe verloren. Ich dachte, du versteckst dich da irgendwo. Ich war so gut einfach. Ich war wirklich gut. Dönerfleisch war sogar noch roh. Ich sag, ich mag rohes Fleisch, passt schon, Bruder, mach rein. Er sagt, wirklich, sagt ja, mach rein. Ich dachte, wäre alles perfekt. Ich stand hier 5 Minuten. Hast du dich an die Geschwindigkeit gehalten? Ja. Aber weißt du was, ich habe dich angerufen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, ist irgendwas passiert. Denkst du, ich gehe ran während der Fahrt? Nee, kann ja sein, dass du mit Bluetooth verbunden warst. Nee, ich habe ausgemacht, weil es gepiept hat. Geht nicht 20 Cent. Mann, 50 Cent geht eine Minute. Kannst du schon nicht eine Minute nass machen. Hier. Lass uns doch da die Motorräder hinstellen, oder? Damit es so aussieht, als würden wir waschen? Ja, damit es nicht ganz so komisch halt einfach kommt. Ja, warte, der Typ soll mal weg. Ich habe jetzt keinen Bock, dass er mich sieht. Oder wir tun einen auf Dings, schieb Motorrad rein. Du gehst da jetzt so rein, ja, Freundchen. Ja, mach, Jalla. Aber ohne Schrauben. Ich will nicht sterben. Mal klarspülen oder glanzspülen? Nein. Ja, komm, eine du Minute, kannst dich nicht eine Minute abspritzen, oder? Los. Warte, mach erstmal, dass der Schaum weggeht. Aua! Oh, mach doch deinen Finger weg! Ja, mach doch! Aber Sicherheitsabstand und nicht auf dem Kopf. Nein. Warte, habe ich was Wichtiges in den Taschen? Hast du dein Handy weggepackt? Okay. Du Arschloch. Mach deinen Kopf runter! Hey. Ey, reicht doch! Mach mal Kopf hoch, ich will bis hoch gehen. Guck mal, ich mach's so ein bisschen. Reicht. Okay? Reicht doch, bitte. Die Brüste noch ein bisschen. Mann, ich bin schon klitschnass, hör auf. Ich muss doch nach Hause, mein Vater sieht mich noch so. Hallo. Oh, kalt. Verpiss dich. ja. Das war's mit dem Video. Guck mich mal an. Alter, es ist so kalt. Verpiss dich einfach.
Es sieht so aus, als hättest du in die Hosen geschissen. Nee, das sieht aus, wenn du einfach eine dunkle Hose an hast. Sieht man unten nicht so. Ach, warum habe ich mich überhaupt fertig gemacht zum Dingsen? Hier. Ja, heul nicht. Abkühlung, würde ich dir auch empfehlen. Geil. Tja. Hat sich ja doch gelohnt zu verlieren. Abkühlung, muss man ja auch mal so sehen. Ne? Richtig zu ziehen, du darfst nicht immer alles so negativ sehen. Jetzt ist die Frage, was sagen die Zuschauer? Habt ihr Bock auf solche Challenges? Ich sag dir ehrlich, macht Spaß. Hat mich Spaß gemacht, ja, jetzt wirklich. Aber so, es war cringe, alleine zu reden. Ich ja, halt es war cringe, aber es hat mich Spaß gemacht. Ja. Und als ich hier reingefahren bin, hatte ich mega Herzklopfen, weil ich dich gesehen habe. Echt? Ja, ich hatte aber so, scheiße, nein. Ich hatte die ganze Zeit, ich bin hier reingefahren und ich so, okay, das war's jetzt. Ich gucke so und ich sehe nur, so, hä, will der mich verarschen? Ich dachte halt wirklich, du bist besser als weißt ich. Weißt du, was das für ein Gefühl war? Wenn du eine Mathe-Klausur schreibst, du sagst, boah, die war so geil, ich habe so krass geschrieben und dann kriegst du eine 5. Das ist so ein Gefühl gerade gewesen. Egal, an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, dieses Format, so Challenges machen unter uns beiden, dann gebt doch mal einfach einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ne? Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und wer hat das hier gemacht, Knattermaus? Ja, es war eine wilde Nacht bei mir. Ja, wenn ihr sehen wollt, was passiert ist, dann folgt uns gerne auf Twitch. Dann könnt ihr so sehen mal, warum sowas passiert ist. Bei mir ist ja auch so ein Ding. Also okay, auf jeden Fall, so haut rein und... Und? Nein, einfach... Okay, reicht.